Coregamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zu Prey. Mein Name ist der Roxam. Und in der letzten Folge haben wir den Prolog geschafft, überlebt. Und schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht, wie es weitergeht. Was ist denn hier hinten los? Okay. Pizzakartons. Trinken. Ist mal total besoffen. Aha, es ist immer noch unser Apartment hier. Ah, okay, wir sind nur im Kreis gelaufen. Also hier war schon richtig. Eine Etage Dach. Exit. Alles nur eine Simulation sozusagen. Geht's denn weiter? Wohl. Ah, okay. Hier kommen wir durch. So, und jetzt? Oh, scheiße. Das war nicht so vorteilhaft für uns. Unsere Panzerung und unser Leben hat ein bisschen was abbekommen. Hier durch können wir auch nicht. Alles voll automatisiert. Immer noch verschlossene Türen. Beweg mich gerade im Kreis. Daher kommen wir auch nicht. Kommen wir vielleicht hier hinten her weiter? Oder was ist hier mit? E-Mails. Alle Mitarbeiter, ja, das haben wir schon. Programme. Szenenauswahl, Dacheingang. Testanlage. Ah, okay, so kann man die Scheiße untersuchen. Betroffene Räume, Testräume, okay, zurücksetzen. Ah, okay. Was haben wir hier? Ah, nehmen wir das mal direkt ein. Ah, okay, hier haben wir unser Menü sozusagen. Verwenden. Unsere Rohrzange. Ist das Ersatzteile?
Oh, da war der erste Mimik. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Wir werden das Ding fertig machen. Na komm her. Ekliges Vieh. Ah, wie unsere Ausdauer. Wir haben auch Ausdauer sozusagen. Nix. Nix hat das Ding uns gebracht. Blödes Vieh. Einen neuen Gegenstand erhalten haben wir. Was haben wir denn hier? E-Mails. Morgensverhalten. Nach Morgensausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschung mehr mit morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Okay, natürlich hatte morgen, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselbe Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vorkommenden Tests bei Befragung und während des Tests selbst zu erfassen. Okay. Anscheinend drehen wir ein bisschen durch hier und sind nicht nur einen Tag da. Seit heute da. Anscheinend. Ja, hier kriegt man schon Paranoia, weil man weiß nie, wo ein Mimik steckt. Was haben wir denn hier? Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Aha, aha. Das sieht nicht mal so ganz gut aus. Kommen wir hier durch? Hier kommen wir durch. Wow. Weg damit! Er hat dich wohl ausradiert. Na komm her. Ach du Scheiße. Okay, ich muss hier los. Ich muss hier weg. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Okay. Scheiße auf. Ja, jetzt beginnen diese Mindgames. Reparaturkit nehmen wir mit. Psy-Hypo nehmen wir mit. Jetzt beginnen diese ganzen kleinen Mindgames mit den ganzen Dingern. Nehmen wir. Aha. Nichts, nichts. Das Durchsuchungssystem finde ich geil hier. Dringend. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimikry. Der Schlüssel der Leiche, okay. Firmenmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumzentrum und... Nehmen Sie seine Leiche, die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Okay. Wir müssen eine Leiche finden. Und die hat sozusagen eine Schlüsselkarte. In, out, aha. Spiel auf deiner Art. Experimentier mit verschiedenen Herangehensweisen und Herausforderungen, Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst oder einen anderen Weg findest. Okay, das ist geil. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Neues. So, wir sollen die Schlüsselkarte finden oder einen anderen Weg. Dann schauen wir uns erstmal um hier ein bisschen.
Wagen zur Simulation, das interessiert mich nicht wirklich. Fehler. Der Zugang ist gesperrt. Warum? Muskelprofile, aha. Was haben wir hier? Täglich Tests. Mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können, die langfristige Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Darum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert, okay. Sly, ja, ist mir auch schon aufgefallen, ich kann zwar keinen Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle. Von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten, aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex drauf ansprechen. Alex ist wohl nicht mehr so... Er ist ein bisschen mehr so der Chef. Eine neue Schlüsselkarte haben wir gefunden. Nice. Wow. Ich bin erschrocken. Ah, nehmen wir mit. Mimiktumor. Können wir nicht mitnehmen? Ich hab dich gesehen, Bitch. Haben wir noch mehr hiervon? Ich hoffe nicht. Remote Manipulation, ja. Okay. Daraus wird man natürlich schlau. So, wer das hier versteht, der ist schlau. So wie ich. Ich habe da gerade eben da. Ich habe da noch was Neues gesehen. Wir könnten jetzt die Schlüsselkarte natürlich hier verwenden. Aber. Wir haben einen Mimik gefunden. Wo ist das beschissene Vieh? Wo bist du? Das war ein Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Wenn wir jetzt hier hochkommen. Kommen wir bestimmt, da sag ich doch. Alternativ. Ja, gut, wir haben die Schlüsselkarte jetzt gefunden, aber wir können auch solche Wege finden. Nice. Kapitel 1 von Dr. Dayon. Wer immer das lesen möchte, bitte könnt ihr ruhig auf Pause drücken. Wenn ich jetzt alles hier vorlesen würde, würde es den Rahmen des Let's Play ein bisschen sprengen, würde ich behaupten. Was haben wir denn hier? Wir können noch nicht reparieren. Noch nicht. Verschiedene Passwörter. Ausbrechen. Erreicht die Hauptlobby, okay. Suche im Traumzentrum nach Bell Armys Leiche. In der Lobby. Das werden wir auch machen. Mann, ich dachte, das Ding wäre tot schon. War es nicht. Die Glugan.
Nehmen, nehmen, nehmen. Was hast du denn noch mit? Glue Cannon, die Transfer Glue Cannon. Setzt Ziele außer Gefecht oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladung deaktivieren. Ausgeärztes kannst du außerdem drauf klettern. Nice. Was hat der noch? Mit 9mm Munition nehmen wir auch mit. Medikette auf jeden Fall und einen Glue-Kanister. Ja, man kann sich hier mit diesem Ding bestimmt so Alternativwege bauen. Basteln. Aber das Ding erinnert mich wieder ein bisschen an Half-Life. An die hier wie Gravity Cannon. Kanone. Wo man mit auch sehr viel Scheiß machen konnte. Mimik, wo? Da hinten. Ich will die Glue Cannon nicht verschwinden. Der hat auch noch einen Kanister mit, ja. 21 Schuss. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Gleich. Ich will erstmal diese Mimics fertig machen. Komm her! Was ich auch noch weiß ist, bei den Mimics ist das ganz lustig, weil es gibt sozusagen Fußsoldaten. Dann haben wir noch die etwas stärkeren und dann die Endbosse. Der Tanzplatz. Wow. Und je nachdem, ich habe mehrere noch gesehen hier, wir sind noch nicht allein auf jeden Fall. Ah, wusste ich's doch. Erstmal hier Medikit nehmen. Verwenden bitte. Und mit der Zeit wird es natürlich schwerer, die Dinger zu töten und alles. Ja, mal wieder. 1, 2, 3, 4. Schade, wäre extrem witzig gewesen. Wir müssen ein Passwort finden. Aber man hat extrem Bock, dieses ganze Ding hier zu erkunden. Favoritenrad. Über das Favoritenrad kannst du Waffen und Zeilkräfte schnell auswählen und ausrüsten. Halte Y gedrückt, um das Favoritenrad zu öffnen und benutze L, um eine Waffe auszuwählen. Sobald du Y loslässt, rüstest du die ausgewählte Waffe aus. Ja. Ah, okay. So, jetzt haben wir die kennen und ja, ist ganz nett. Neuromods und Fähigkeiten ist eine revolutionäre Transistor-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Okay. Was machen wir denn? Techniker? Oder doch Sicherheit? Schusswaffen? Konditionsschub? Ich bin mehr für Techniker. Hier will Kraft kommen. Das wird nützlich sein, wenn Sie auf Barrikaden oder Türen ohne Energie stoßen. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Aber nicht mehr heute, deswegen sage ich auch an dieser sensationellen Stelle, see you guys, und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit
Prey. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.